Damit man sich ein bisschen bewegen kann. Jetzt haben wir keine Fackeln stehen. Ja, so. Eine Fackel. Die Lichter noch dabei? Verdammt! Hätte klappen können. So, die Wand hier wird ausgetauscht. Wir hier 1, 2, 3. Das ist im Endeffekt dann der Aufbau, den wir haben. Mir eine Wand vor. So. Innerhalb der Zahl haben wir hier noch 1, 2, 3, 4 und dann machen wir hier noch eine Wand hin. Dann passt das schon so, wie ich es jetzt habe hier. Decke machen wir noch richtig. Die ist mir definitiv zu niedrig. Jetzt kriege ich ja hier mega Platzangst. Vorher zu bleiben können. So, mehr brauche ich meine gar nicht. Also mehr Plätze. Also mehr Platz in solchen Dingern drin oder so. Gehen wir kurz ein paar Lampen holen und dann machen wir weiter. Schankdauer steht noch mal im Höhe. So. Playback, Erzwerk, Platzwerk, Marblewerk, Musikwerk, Cobblestone weg, Limestone weg. Oh yeah. Jetzt wird's kühl. So, aua. Das geht aber nicht ganz auf, ne? Ich muss mal kurz nachgucken. Absorption Hopper. Ah. Kann man die mit dem Redstone-Signal einstellen? Weiß Absorption. Nee. Krieg
kriegt man das denn vernünftig hin? Weil im Endeffekt der... Oder kann man den Cobblestone-Generator? Max 1 Cobblestone Block every take, can open to inventory above, can open to hopper below. Ne, kann man auch keinen. Cobblestone-Generator? Constantly. Basic Plating, okay. Dance. Kann man Nuclear craften? Ich bräuchte nämlich schon etwas, was man per Redstone steuern kann. So, mal Coal. Ah, geil. Quest Complete Graphit. Keine Ahnung, welche Quest sein soll. Hier haben wir auch noch was fertig. Mit dem Black Quartz. Habe ich die alle gemacht? Cool. Empowered Reconstructed. Mit dem Empowered, okay. Ich vermute mal, da wo ich jetzt das Graphit gemacht habe, ist auch der Reaktor mit drin. Ender Engel complete. Kann ich nebenbei nochmal gucken hier? So. Das hier ist Simple Machine Case. Das ist nachher dann. Das hier ist Ender IO. Ist auch noch lustig. Hier ist er da. Reactor. Illyrium Cyanid. Ich Ludikrit. Ja, das kommt später. Aber erstmal completen. Ich glaube, man geht. So. Spread können wir gleich weg tun. Genau, wir wollten Graphit-Dust haben. Und dann der Cobblestone Generator. Basic Plating. Mal gucken, kann man den öffnen und da irgendwie per Redstone was machen? Nö. Den macht er auch einfach so dann. Aber er macht mehr. Ist auch egal. Muss man das weiter so machen, indem du eine bestimmte Menge an Hammern gibt. Ja, lassen wir so. Also wir behalten den Cobblestone-Generator, den wir jetzt da weggetan haben, glaube ich. Cobblestone. Ach ne, hab ich dabei. Wollte ich mal was holen? Genau, Lichter. Light Inverted. Das hier, was ich hier habe, das kommt dann auch nachher später noch woanders hin. Zwei wird alles provisorisch. Jetzt können wir mal anfangen, dass wir das hier ein bisschen hübscher machen, ein bisschen umbauen.
Die ganze GP, die Fire Emblems und so können alle weg. Brauchen wir gar nicht mehr. Weil wir das Dragon, die Dragon Egg mal haben. Mal hier zum Beispiel. Da können wir schon mal ein Licht reinballern. Cool fände. Durch. Sofort Licht. So, hier wäre es richtig, wenn das Licht direkt von hier oben runterstrahlt. Dann ist das Problem auch gelöst. Dann natürlich noch hier rüber am besten. Perfekt, dann ist alles beleuchtet. Cool. Also, wir müssen noch mal kurz ein paar Kabel holen, ein paar Kisten holen, dann sind wir auch schon wieder voll dabei. Item Condos brauchen wir. Und Diamond Chests. Oh, wir haben noch 23 Diamond Chests. Ah ja klar, wir haben die alle abgebaut hier. Haben wir alles ins Lager gestellt. Geil. So, fangen wir an. Also. Der Kabelzone-Generator ist hier rechts. Der macht die ganzen Kabels. Dann wird das in den Blockplacer gegeben. Der dann wiederum da steht. So. Insert. Always active. So. Der bekommt die. Das war der Mechaniker, der war alles stoppen. Falsch rum. Der Blockplacer. So. Dann muss ich nochmal kurz gucken. Hier ein Kabelzone hin und der Mechanical User kommt da und hier wiederum ist eine Diamond Chest. Hier kommt der Hebel drauf. So. Geht los. Perfekt. Der Hammer wiederum macht dann die Der Mechanical User macht die Steine, die werden aufgesogen direkt vom Vakuumhopper. Ich gleich nochmal platzieren darf. Genau. Das Kabel muss ich nochmal platzieren, so. Zack. Hätte nämlich erst einstellen sollen und dann. So. Hier wird es rausgezogen und das geht dann in diese Kiste rein. So, perfekt. Das ist alles, was ich für den ersten Aufbau brauche. Ja. Und dann kann ich eigentlich schon. Achso. Und wir gehen alle schön hier rein. Oh nein, stopp mal, warte mal. Warte. Wenn man Kabelsons braucht, kann man sich die auch weitere noch hier rausholen. Ich mach das jetzt mal so, dass die da auch noch mal reingehen. Der macht genug Cobblestones. Für alle. Kein Slap, aber das mache ich gleich. Muss die Lampe aber auch weg. Nicht so schlimm. Dann setzen wir die halt direkt dann rüber und dann ist auch gut. Wollte er nicht auch gehen? Oder direkt zum. Direkt einmal hier, guck mal. Da, und da, fertig. Das ist trotzdem hell. Dann muss er einen so machen. Dann gehen wir in die Kisten, da ist ein Slab dran. Und hier geht dann wiederum Kies rein. Genau. So. Dann geht das weiter. Ernsthaft. Wir haben jetzt Keys.
Oh Mann. Hier findest du echt überall alles so. Bleibung ist rising, mi. So, dann kommt noch einmal Licht, das war dann wiederum von oben in der Mitte, genau. Aber ich muss ja noch die Decke gemacht werden. So. So, das wäre dann die nächste Kammer, die wir haben. Von Anfang können wir gleich direkt hier ein Itemkabel reinlegen, weil das ist dann auch ein Kabel, welches dann nachher direkt in eine Diamantkiste schickt, die dann hier ist. Der ganze Kies geht hier im Endeffekt rein. Der Kies soll dann hier rein. So. Heißt, der produziert erstmal so viel, dass diese Kiste hier mit Kies voll wird und dann der ganze Kies hier rüber geht. In den nächsten Blockplacer, der dann nachher hier gleich reinkommt. Den ich jetzt erstmal holen muss. Ich mache jetzt gerade erstmal Raum für Raum, ganz in Ruhe. Weil ich sowieso immer zwischendurch mein Inventar lernen muss. So, nächste Scheiße nicht hier sammeln. Oh, meine Steaks wollte ich eigentlich wieder haben. Eben meine Steak wieder. Danke. Dann muss ich auch noch zwischendurch gucken, dass ja nicht die Kiste da oben vorläuft. Das weiß man nämlich bei dem auch nie. Mein Steak wieder weg. Steak. So, wir brauchen dann noch einen Blockplacer von Open Blocks. Wir brauchen einen Piston. So. Dann brauchen wir noch einen Hebel für den Blockplacer. Wir brauchen einen Mechanical User. Wir haben noch einen, geil. Wir brauchen noch die Upgrades dafür. Upgrade. Perfekt. Die muss ich noch craften. Was fehlt mir dafür? Alles. Die Redstone-Blöcke fehlen mir und nochmal Redstone. Oh. Sieht ganz schlecht aus. Richtig, richtig mies. Obwohl, nee, geht. Haben wir. Die vier Redstone Blöcke haben wir. Ups. Redstone. 3, 4. Gut. Und dann brauche ich mein Gold. Mache ich jetzt mal zu dem Stack von den Dingern. Und die werden wir hier beim. Bei dem Teil. Arbeitet 1, 2, 3, 4, danke. So. Dann machen wir noch mal einen neuen Hammer fertig. Oh. Wir holen uns einfach mal einen neuen Hammer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann das können wir alles nochmal wieder rein, wieder neu reinschmeißen im Endeffekt. Dann ganz viel Sand rein.
an den ganzen Keys. So. Zeugkämpfe kommt hier nach unten. Und dann Upgrade. Davon bitte mal 1, 2, 3. Was? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, so, 4. Ich habe sicherlich wieder irgendwas vergessen, aber das ist auch nicht so schlimm. So, der Blockplacer kommt dahin. Nehmen wir mal kurz den Kies raus. Leg den mal dahin. Den Mechaniker User. So, war klar, dass da ein Flint rauskommt. Hier kommen die neuen Hämmer rein. Ah, ich habe was vergessen, was ganz wichtig ist. Läuft hier nämlich gar nichts. Den Vakuum aber. Oh nein, wir brauchen einen Wander, wir brauchen einen Hopper. Dann haben wir einen Vakuum Hopper. So. Das war das Wichtigste, was wir auch nur hätten vergessen können. Weil der ganze Scheiß, den der Mechaniker wieder abbaut, der wäre dann alles irgendwo gelandet. Aber das wäre scheißegal gewesen. So. Also. Plante. Sehr schön. Dann brauchen wir da mal hier einen Top. Dann kann hier eine Kiste. Wenn du gleich dann produziert wird. Oh, ich habe hier unten gerade eine richtig gute Idee, das mache ich auch gleich. Das mache ich jetzt heute Nacht. Ja. Ach Quatsch. Bullshit. Das wird hier extracted und geht dann hier rein. Der macht Place Block, Use Item und Block, genau. Und Link Click. Und die Upgrades. Und schon wird dann produziert. Ich muss meine weg. Weil der ganze Sand. Direkt. Oh, der Kopf. Genau. Bevor ich gleich Ohrenkrebs kriege, muss ich mal kurz was herstellen. Oder holen, ey, das geht ja gar nicht. Haben wir so noch 5 Stück, das ist perfekt. Alter Schwede, kriege ich ja richtig Ohrenkrebs beide. Meine Fresse.
Geh dann jetzt darüber. So, dann mache ich gleich schon mal die nächsten fertig. Hier muss dann gleich eine Kiste hin. Workplace, Mechaniker, User. Natürlich, hier gibt es auch eine Keystory, ne? Ja gut, jetzt geht ja alles. So, genau, hier kommt noch ein Licht rein. Ah, ich hab das Licht weggemacht. Verdammt. Leise hier, ne? Boden. Das ist gerade mega angenehm hier. So schön leise. Kannst du können bleiben. Das hier auch nochmal. So, die nehme ich mal mit. Erstmal kommt hier der Sand durch. Erstmal kommt hier der Kies durch. Und dann der ganze Sand. Dann nehme ich meinen ganzen Tast hier raus. So. Dann kann ich mir gleich neues Redstone besorgen im Endeffekt. Redstone bringt nichts. Das. So. Jetzt sind wir mit das doch nicht. Ist doof. Ist ja vorhin nachgeguckt, extra, ne? Ja. Hat sich echt alles rausgenommen. Ui. Wird eng, ne? Aber gut. Play, Osmium. So, Light. Hatte ich tatsächlich weggelegt, ja. So, dann brauchen wir jetzt wieder einmal 4 Upgrades. Hier. Oh, 3 nur. Ah, nein, wir brauchen Redstone. 7. Wir haben genug. Genug für diese Bearbeitung. So. Upgrade. Ja. Oh, Insert Conveyor Upgrade, okay. 2, 3, 4. Eine Lever. Einen Block Placer. Ja. Einen Mechanical User. Wird der aber schon ein bisschen beschissen zu machen. Genau. So. Brauchen wir trotzdem einen neuen Lever. Was haben wir, was haben wir? Genau, jetzt noch der Vakuum. Hoppa. Heißt einmal den da. Einmal den und dann haben wir das da. Perfekt. So, gehen wir wieder runter. Und haben bestimmt irgendwas vergessen. Könnte ich wetten. Aber egal. Vor allem was ganz wichtig ist, ist das Licht. Welches im Endeffekt ja von hier kommt. Irgendwas. Irgendwas vergisst man immer.
Kennst du doch. Scheißegal, ob man wirklich nachdenkt oder nicht. Aber irgendwas fehlt immer. So, Mechaniker-User. Und wenn man hier so blockt, das her, das ist dahin. Der Blockplacer kommt dahin. Hier ist ein Sand, der willst du das machen? Mehr brauche ich dann gar nicht, ne? Kies. Sand. Das, cool. Ich bin schon durch hier. Dem, was ich vorhatte. Film kommt mal so nebenbei auf. So. Der kann schon mal. Zack. Den Dach da reinhauen, genau. Einfach damit es auch symmetrisch und gleich aussieht. So. Und der Vakuumhopper wird schon mal eingestellt. Richtig eingestellt? Ja. Sehr schön. So, Extract Always Active. Insert. So. Die Mitte wäre ja hier. Aber eigentlich hätte ich gern hier vorne eine Kiste stehen. Oben drauf, die unter der Erde Item Conduit langlaufen lässt. Mit Hammern. So. Jetzt nehmen wir eine Reihe Kabel hier drunter. Schon mal einstellen, dann kann ich nämlich auch gleich wieder dicht machen. Dicht machen. Ist ja das Falsche drin. Ja. Da kommt mir der. Wo der hier dauerhaft nur am Kloppen ist, kommt der echt nicht mehr daher. Cool. Gut. Aber der hier soll die Hammer nicht kriegen. Dem geben wir die manuell. Der hier kriegt ein Conduit für die Hammer. Insert und der hier auch. So, und dann einmal das Kabel hier langlegen. So. Kabel drüber und keiner sieht. Passt nicht. Ja. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Nur irgendwann dann hier ausschalten, dass er kein Kies mehr nachproduziert. Aber das ist ja nicht so schlimm. Vielleicht ist da, das ist da, dann kann jetzt alles wieder weg. Achso, nee. Warte, warte. Jetzt kann alles weg. Sechs. Das wäre das eine von dem, was ich vorhabe.
eine. Ich bin noch nicht ganz fertig, ne? Da kommt dann was. Und zwar. Jetzt müssen ja noch Hammer runtergebracht werden. Massig. Hammer. Das Schöne an der ganzen Sache ist, kann ich hier oben Ding hier auch abbauen. Weil das, was ich jetzt hier habe, im Endeffekt, wird auch unten gemacht. Okay, da sollte sie mal aufsammeln. Wir gehen jetzt alle da rein, ne? Perfekt. Gut. Ich hätte noch ein bisschen Platz dafür gehabt. Weil der kann nämlich weg. Der Lichter kann weg. Das kann weg. Noch ein paar Mal. Okay. Muss man jetzt halt vielleicht ein oder zwei Mal aufmachen. Das ist ja auch nicht so wild. Davon stirbt man jetzt ja nicht, ne? Da gehen sogar direkt welche weg, das ist perfekt. Damit der hier voll ist und der auch voll ist. Jetzt fülle ich mal den Hammer von oben auf. Was ich jetzt an Kabelzaun und dann so hier oben drin habe, das mache ich alles ins Lager. Ja, das ist ja klar, der kommt gleich in die Dings rein. In den Lieber. Aber der läuft ja gerade sowieso, von daher fuck off. Der kommt sowieso hier weg. Heute noch. Soll ja auch ein bisschen hübscher werden hier, ne? Das war ja nicht nur produktiv, sondern auch ein bisschen, also obwohl es ja natürlich ist es ja produktiv, nicht gerade wenig. Aber es kann ja auch ein bisschen produktiv hübsch gemacht werden. Falsche genommen, ernsthaft? Toll. So, das hier machen wir jetzt dicht. Mit ein paar Kabel, sonst wird haben. Reicht ja vollkommen aus. Zack, zack. Und echt. Den Boden machen wir nachher. So, den Scheiß tun wir alles mal hier ins Lager rein. Nein, meine Steaks. Nicht schon wieder. Oh Mann. So, nicht denn das. Die haben. Nee, ich habe gerade überlegt, warum ich nicht dann einfach nochmal oben eine Kiste mache, wo ich sie dann reinschmeiße, damit sie unten nachgemacht werden, aber das ist Bullshit. Das ist totaler Quatsch. Man kann ja, wie gesagt, auch sich ein bisschen bewegen, ne? Ist ja die Möglichkeit. Und vor allem ich, ja, ich habe ein bisschen mehr Speed durch die Speed-Totems. Geht sowieso ein Ticken schneller. So. Reicht auch erstmal. Achso. Der sollte auch angemacht werden. So, der verarbeitet, der hat kaum was. Der hat nichts. Der auch nichts. Also kannst du sicher sein. Warte mal, nee, ich überlege gerade was. Ich muss hier alle anderen ausmachen, ne? Weil der hört ja nicht auf, wenn die Kiste voll ist. Ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich
Hätte vergessen. Doch, jetzt weiß ich, wie das heißt. Braucht man Storage Bus? Ach du Scheiße. Okay. Müsste ja eigentlich funktionieren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Station Core. Das Gas refresh. Ne, wir brauchen nur den hier. So. Ein Interface. Und ein Sticky Piston. So, jetzt haben wir hier den Storage Bus. Kriegen wir einfach ein Achievement? Limitless Potential. Quest? Keine Quest. Okay. Level Emitter. ME Fluid. ME Level Emitter. Muss man das mit dem RW-System machen? Gucke ich gleich mal. Ich glaube, es sollte eigentlich auch so gehen. So. Und Redstone. Ja. Ich guck mal, ob das klappt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Lag. Wenn ich jetzt hier den ME Storage Bus ranhau. Ah, Device Offline, ja. Anders? Geht das? Ja, warte. Versuchen wir mal einen ME-Controller zu machen. Geht nicht, weil wir haben keine Pure Flux Crystal mehr. Wir haben noch Flux, das, ne? Genau. Oder würde der von RF Tools auch gehen? Ach. Emitter. Level Emitter. Scheiße. Was fehlt uns? Bitte und oben. Eine Redstone Torch. Eine Redstone Torch. Zweite Redstone Torch. Wobei wir haben kein Redstone. Uiuiui. Das sieht schon gut aus. Weil ich glaube, man kann das doch steuern. Level Emitter. Das ist die Machine Base. So. Ich weiß nicht, wie die jetzt funktioniert. Irgendwo drauflegen muss oder so? This block can be retrofitted with a storage control screen module, so you can count items in your storage. Ja, mal da ranbauen.
Ja, das klappt nicht. Ich muss mal einen ME-Controller machen. Also brauche ich dann doch die mal. Controller. Damit ich so ein kleines ME-System basteln kann und dann, also, ja, nicht ME-System, aber ein Fake-System im Endeffekt. Ja, das ist ja gar nicht. Hier den Controller hinstellen. Ja, jetzt haben wir das Problem, kein Strom, ne? So. Hier wiederum wäre dann der Level-Emitter drauf. Und der würde sagen: Emit when levels are above or equal to limit. Wenn er weniger hat, dann geht er los. So, und in so eine Kiste passen, das haben wir ausgerechnet. Ist dann drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rechne. 9 mal 12 mal 64. 6912, so. 6912. Haben wir keinen Strom hier unten, das ist ja scheiße an der ganzen Sache. Ich brauche mal Redstone und einen Generator. Und Enderperlen. So. Und meinem kurzen Energy-Kabel. Wenn du mal testen, ob es funktioniert, weil dann kann ich nämlich mir da was überlegen wegen der Stromquelle unten. Oder reicht das nicht hier? Eine Hinstelle und dann ein Lappen rein? Reicht schon. Er gibt ein Signal, sobald ich weniger habe. Das Signal geht dann hier rauf. Klappt das? Oder sollte ich dafür am besten Redstone Conduits nehmen? Wäre, glaube ich, noch besser, weil dann kann ich die auch einstellen, ne? Ja, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Uiuiui. Conduit. Redstone Conduit. Redstone Alloy. Am besten im Induction Smelter, wenn es geht. Geht nicht. Verdammt. Misst man sich das? Hmm.
Kann man sich nur machen. Ah, mein Leuchtmelder. Alten Redstone Alloy. Also braucht man definitiv. Den Alloy-Smelter. Ja gut, dann werden wir es doch erstmal per Hand machen müssen, aber es sollte, so wie ich mir das überlegt habe, klappen. Also ich werde das jetzt hier unten alles aufbauen in Ruhe, so wie ich mir das vorgestellt habe. Warte mal. Schnappi, moin! Und wenn ich das jetzt, das ist kein Sommer. Oh Mann! Schnappi, wie geht's dir? Alles klar? Immer noch mal zur Not. Aber. Ja, klar, muss um 3 los. Scheiße, ist ja schon 1:15. Oh, Kacke. Schlecht. Habe ich nicht gewusst. Mann, ich habe echt die Zeit vergessen, Kacke. So. Kann ich denn hier Redstone drauflegen? Hier ein Cable und den Storage Bus daneben, daher so dahin. Hier einen hochgehen und hier Signale machen. Das geht, geil. Und deswegen verbraucht er auch kaum Strom, also es läuft perfekt. Hier ist trotzdem Sand zwischen. Also 6912, ne? 12 mal 64 mal 9. Genau. So, ich. Sobald da 6912 sind, soll kein Signal sein. Perfekt. Und der hier soll nur gehen, wenn Redstone an ist. Also gibt der jetzt bitte aus. Dann soll der jetzt hier noch ein Signal geben. Wenn das. Jetzt bräuchte man den Dust. Warum ist da trotzdem Sand drin? Das ist scheiße. Das ist zu schnell? Wenn ich jetzt hier einen rausnehme, nur drei mache. Aber hier gehen auch noch Kies durch. Vielleicht so viele Upgrades zu schnell. Und gar keine Hammer mehr drin, das ist gerade mal ganz gut.
Obwohl, nein, das ist nicht. Ich will mal testen, ob das geht. Warte mal. Nehmen wir mal kaputt nochmal. Der läuft nicht so lange. Da soll eigentlich nur noch Sand hier reinkommen. Hier zwei, hier zwei? Ne, drei. Drei. Hier ist ja egal, hier können eigentlich sogar noch mehr rein. Aber das mehr geht ja nicht. So, also der gibt ein Signal, der sieht hier, okay, das im Sand. So. Und der gibt ein Signal, wenn da das 6912 und zwar Ander. Also ich kann es ja mal austesten, wenn ich da jetzt statt 6912 nur 1000 mache. So, siehst du, das läuft. Nehme ich aber wieder welche raus. Klappt nicht gut, warte mal. Machen wir mal eben 100. Ja? So. Ich muss mehr machen. Moment. Also es klappt auf jeden Fall, ich habe es schon gesehen, jetzt 612, so, gehen halt an. Und wir gehen mal ein bisschen auf einen kleinen Puffer, wir machen mal aus den 6900 nur 6850. Dann hört er auf. So, wenn der 6850 hat, dann hört er auf. Das heißt, das stockt sich, das wird voll und irgendwann wird das Ding hier auch voll sein. Das heißt, ich muss dann hier auch das nächste machen. Also ich brauche dann hier wieder einen Controller und einen Generator erstmal. Hält das denn die ganze Zeit? Nur eine Weile, ne? Ich kann ja nochmal Enderperlen farmen gehen. Das ist cool, dass es so klappt. Der hier genauso mit den Kabel zum Midcraft mit Keys. Das heißt, ich mache mal zwei Ender-Generatoren, zwei Level-Emitter, zwei Storage-Busse und zwei. Genau. Machen wir so. Cool. Habe ich also mein Problem, was ich hier oben einmal hatte, gelöst. Ich brauche auf jeden Fall zwei Level-Emitter. Zwei. Die sind, ja, genau, zwei. So. Dann brauche ich zwei ME-Controller. Controller, zwei Stück. Ups. Einen konnte ich noch machen, weil ich keine. Duix. Dann können wir mal überlegen, ob man so ein, ich habe nicht so ein Kabel mal runterlege. Müsste eigentlich auch klappen. So ein Wire. Oder eine eigene kleine Konstruktion dafür machen, nur für die Controller, das reicht ja nicht auch aus, wenn sie alle durchgehend laufen und dann ist ja gut. Die könnte ich in den Nebenraum noch machen. Das mache ich nachher mal. Viel Aufwand, man sich da macht, ne? Und ich glaube, so ein Energy Condos brauche ich nicht mal. Redstone brauche ich. Mopsy, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Und bis zum nächsten Mal. Fluix Controller. Pure Fluix. Crystal. So. Lass mal kurz drauf warten. Beziehungsweise in der Zeit können wir schon mal eben kurz die Storage-Busse machen.
zwei Stück. Oh, jetzt fehlt uns hier zwei Interface. Davon mal. Oh, was fehlt uns jetzt? Fehlt uns nicht so viel. So, das. Okay. Dann habe ich hier zum Glück noch fertig. Das ist ja ganz geil. So. Davon. Interface. Einfach nochmal zwei. Warum nimmt er eigentlich mit die Pure Crystal? Das ist so dämlich eigentlich. Das ist anscheinend einfach, dass er die normalen nimmt. Genau. Bus. Import Bus, Storage Bus. Warte mal. Bin ich verwirrt. Ich habe keine Interface oder so. 1, 2. Interface habe ich. Muss ich noch Sticky Pisten 2 Stück. Und dann müsste ich 2 Schutzbosse auch haben, ne? Genau, so. Gucken wir nach den Hängern hier. Fertig. Dann machen wir noch einen Controller. So. Ender. Ich mich gerade frage. Ah ne, kann ich ja nicht machen. Okay, vergiss. Ender Furnace. Ne, Ender Generator. Einen haben wir. Einen würde ich gerne noch machen. Brauchen wir einen Furnace Generator. Ein Furnace Generator brauchen wir einen Furnace. So. Zack. Dann nehmen wir mal im Enderperlen mit. 2 Stück. Also 2 Stacks. Und das war's schon, ne? Genau, Redstone brauchen wir noch. Ups, nicht Ender Redstone. Haben wir nur normales Redstone. Und hier mit 2. Und damit sollten wir die Chance von unten haben. Dass es zu funktionieren hat. Machen wir wieder wie eben. Ich baue das jetzt mal alles ran hier, guck mal. Dahin hin. Strom rein. Kabel übereinander. Da ein Storage Bus ran. Und hier auch. Die am besten noch gleich einstellen mit dem, was da halt gemacht wird. Dann machen wir die noch auf Always On. Den Redstone anstellen. Redstone on. Man macht ja nichts mehr, weil er keine Arme mehr hat. Schauen wir gleich zuerst ein. So. Und zwar geht es hier um Keys. Ich habe keinen Keys mehr, ne? Ernsthaft? Ich muss irgendwo Keys snacken. Oh, Keys gibt Keys. Jawohl. Redstone on. So, der nimmt halt jetzt hier den Keys im Storage Bus. Hier kommt jetzt der Level Emitter ran. So. Der kriegt dann auch nur 6850 ran. An Keys. 6850. Mit Level, wenn es drunter ist. So, und dann Redstone. Ups. Weil dann kann ich ihn sogar per Itemkabel nachher nochmal mit hier ranschließen an die Hammer. Das geht dann. Sonst wäre kein Thema mehr. So. Dann haben wir das auch. Läuft. Cool. Dann nochmal hier das gleiche. Nur mit. Warum?
Warum macht er nicht weiter? Ach, wegen Rest on, genau. Redstone on, so. Immer noch Sand drin. Ja, deswegen ist halt der Puffer drin. So. Okay, Level Emitter. Wenn Sand hier drin ist. 658. Beziehungsweise gehen wir auf einen Puffer von 6500. Dann sind wir auch safe wegen dem, was da nicht reingehört. 500 und dann Signal an und dann so. Und hier das gleiche. Das Licht ist sogar aus. Warum? Achso. Wegen dem Redstone, was hier in der Nähe ist. Egal. 6500 machen wir draus. So, dann bin ich mal gespannt, ob die nachher mal aufhören. Und ich müssen dringend nachher noch ein Panel runter, aber das hat nicht so einen Drang. Weil, da ja, wie heißt? Bisher alles kaputt geht. Der hat nicht so einen Drang, weil die ja recht langsam weggehen. Aber wir holen jetzt nochmal unser Item-Konto drunter und dann fangen wir an mit dem nächsten, was ich machen will. Eieieiei. Cool, das geklappt hat. Ich bin voll begeistert. Item Conduit, so 15 Stück haben wir noch.